Hallo, Jakob da draußen und willkommen zurück zu Hogsmeade 2. Ja, ich bin jetzt heute mal alleine. Ich weiß nicht, ob das jetzt so bleibt oder ob sich das noch ändern wird wieder. Ja, keine Ahnung, der hat gerade irgendwie keinen Bock auf dieses Spiel, weiß ich. Und ja, da wollte ich nicht länger diskutieren und dann habe ich einfach ja, gesagt, nehme ich jetzt einfach alleine auf. Und das mache ich jetzt hier. Dann wählen wir einfach mal hier erstmal alles Wichtige aus. Zack, 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 zack. So, das brauche ich nicht. Und dann müssen wir erstmal hier verteilen. Wo machen wir denn hier zuerst? Ich bin der Meinung, dass hier eigentlich keine hoch müssen. Deswegen machen wir es hier zu. Dazugeben und pürieren. Dann werden sie hier nämlich nicht hochgehen. Außer die Flieger, die dann da oben später kommen. Da kamen welche, oder? Dann machen wir das so, dass wir hier erstmal Stachelfallen auf den Boden setzen. Ich meine, ja, was soll's, ne? Muss auch mal ein bisschen auf dem Boden pixen und dann passt das Ganze. So. Gestatten, die Herren Stacheln, verletzliche Zeichen. Und dann machen wir so direkt hier so in der Mitte so. What? Egal. Okay, dann fangen wir mal an. Zeit für ein Gemetzel. Also, wo sie hingehen. Nicht nach oben. Ich will nicht, dass sie nach oben geht. Oh, ich liebe diese Bogenschützen. Ich liebe die so. Wegbleiben. Das ging jetzt mal eben schnell. Weg! Hey, ja. What the fuck? Das war eigentlich nicht so vorgesehen. Dass sie einfach hier so durchspaziert. Und dann ohne Hallo zu sagen, das ist gar nicht korrekt hier. Das kann so nicht weitergehen, meine Lieben. So. Ihr habt euch wenigstens ein bisschen angekündigt, aber die anderen, nee. Böse, Jungs, alles böse. Wow. Muss ich auf die andere. Oh. Hä? Oh lol. Im Ernst, da hinten lebt noch einer. Ist der irgendwie ein bisschen scheiße? Muss ich jetzt verarschen? Oh. So, die Seite ist bereinigt. Zack. Machen wir es eben so. So. Das hat jetzt auch gar nicht gut geholfen irgendwie. Ich habe keinen Bock, da oben kommen diese Viecher dann auch lang. Hm, wie machen wir das? Also würde ich sagen, jetzt machen wir hier nochmal auf beiden Seiten so ein Ding rein. So, genau da. Und dann hier vorne auch nochmal eins. So. Dann starten wir einfach erst nochmal. Mehr können wir sowieso gar nicht machen. Daher, da sind die Flieger. Die können mir so ein ekliges Zeug mal ausspucken und dann sind sie richtig eklig. Will keiner haben. Hier. Geht weg. Ich will euch hier nicht. Geh weg. Die war nur Ablenkung, diese hässlichen. Bist dich. Du dich auch. Und du gehst. Hallo, hallo. Hallo, nicht so aggressiv. Egal. Hui, Putz. Da kommt er. Ich mach euch alle kaputt. Hallo. Hallo. Ja, ihr habt verloren. Wird auch hässlich. Da stimme ich euch eindeutig zu. Putzeru. Geht kaputt. Oh, ich freue mich so auf das neue Spiel, dieses, was ein Multiplayer ist, das ich liebe es. Allgemein dieses Hogsmeade ist so göttlich. Haben ja auch einige, naja, einige, das heißt einige, zwei, drei Leute, haben auch geschrieben, dass dieses Spiel einfach geil ist. Und ja, also,
Geil ist es auf jeden Fall. Und wenn dann das Neue rauskommt, dann wird das auch das Let's Play davon geil. Das will ich auf jeden Fall später machen, sobald ich dann irgendwie mal Zugang habe, auch wenn es gerade Close Beta ist. Ich weiß nicht, ob man es dann aufnehmen darf, aber... Boah. Okay. Mal gucken. Dann werden wir... Was brauchen wir jetzt hier? Dann sagen wir einfach mal... Hier kommen erstmal auf beiden Seiten auch nochmal eins hin. So. Und jetzt habe ich wieder nichts mehr. Das heißt, wir setzen jetzt oder fangen jetzt an, hier vorne nochmal was hinzusetzen, so eine Reihe. Weil dann haben die Bogenschützen mehr Zeit, auf die Viecher zu schießen. Ja. Jetzt gibt's was Feines. Mal sehen, ob da oben auch gleich wieder diese Monster kommen. Man muss auch treffen. Nö. Ihr läuft da nicht einfach durch. So. Ey, geht kaputt, ihr kleinen Drecksviecher. Hui. Ja. Igitt. Wow, 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 wow. Hat euch das jemand erlaubt? Hat euch das irgendjemand erlaubt? Oh, da sind auch noch Bogenschützen. Igitt. Bäh. Hui. Ekelviecher. Ich muss mich erstmal um diese fliegenden Viecher da oben kümmern, weil die auch unsere Bogenschützen angreifen. Hier kommt kein Vieh so einfach durch. Stirb. Nix. Nix habe ich gesagt. Ihr kommt hier nicht durch. So. Alle kaputt machen hier. Nix. So einfach geht das hier. Das machen wir nicht. Wem mache ich hier was vor? Gar nicht. So. Wie Baldrian, aber für uns. Kommen jetzt auch nicht mal durch. Dann mache ich auch nochmal eine Reihe. So. Mann, hätte ich jetzt Bogenschützen. Ich wollte alles dafür tun. Bogenschützen sind wirklich das Geilste. Falls hier wirklich welche durchkommen, würde ich sagen, drehen. Das heißt, hier einfach wieder zurückschießen. Ganz einfach. Ganz einfache Sache. Wenn sie durchkommen, werden sie zurückgeschossen. Naja. Los geht's. Haben wir jetzt sowieso kein Geld mehr. Geht kaputt. Die Drecksviecher. Hallo. Hat euch jemand erlaubt, auf mich zu schießen? Ich glaube eher nicht, ne? Pisst euch, geht weg. Ihr seid doch so eklig. Du bist ein scheiß Ork. Du bist immer eklig. Hab ich vergessen, tut mir leid. So. Hallo! Es hat euch keiner erlaubt, auf mich zu schießen. Oh, wow. Igitt. Wegsee. Ah, hier so wirklich durchkommt, tut hier keiner hoffentlich. Wer hat schon wieder von euch auf mich geschossen? Drecksbogenschützen. Kann auch mal sterben. Ich mag nur meine. Oh, aber das sind keine Bogen. Das sind Armbrust. Oh, da sind ja schon wieder die sekligen Viecher. Nein! Lasst meine Bogenschützen in Ruhe. Da sind jetzt aber keine mehr, oder? Von Fliegenviechern? Nö. Weg mit euch! Weg mit euch! Weg mit euch! Muss ich auf die andere Seite. Zack. Wow, da schießen sie. Diese hässlichen. Das hat euch keiner erlaubt, auf mich zu schießen, Mann. Ihr seid doch perverse kleine Penner. Ja. Hauptsache, die gehen ja erstmal alle drauf. Die schießen auf meine Bogenschützen. Die hässlichen Bogenschützen da hinten. Die schießen auf meinen. Das kann nicht sein. So. Stirbt. Und stirbt. Gesagt, du sollst sterben, Mann. So, jetzt sind wir bei Runde 5 angekommen. Okay. Das lief ja schon ganz gut, muss ich sagen. Ich bin fast der Überzeugung, dass wir hier einfach mal
Nur weil wir es können. Da so einen komischen Zwerg hinstellen. Und auf der anderen Seite genauso. Und damit wir nicht so viel Stress mit diesen anderen Viechern haben, würde ich sagen, setz mal da ein Teil hin, das andere auch dann da, wenn wir es, also weil wir das Geld dazu haben. Okay. Jetzt gibt's was Feines. Wenn sie überhaupt so hoch fliegen, dann müssen wir das andere Ding nochmal umsetzen. Aber das können wir diese Runde jetzt nicht mehr, müssen wir erstmal warten. Stirbt. Hauptsache, ich schieße einen ab und beide fallen um. Fucking Logik. So. Zack. Und zack. Oh, da kommen sie schon wieder. Igitt. Lol. Überhaupt nicht eklig, dass sie einmal meine Barrikaden zerstören. Hässliche Fotzen. Das war jetzt gar nicht so geplant, ey. Und dann war schon wieder... Oh. Nix. 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 Oh lol. Die haben das hier einfach zerstört. Die sind so dreist, ne? Erstmal wird da oben jetzt noch so ein Ding hingesetzt. Das wird Spuren so hinterlassen. Kann man nicht direkt da oben irgendwo? Nur da, das hat keinen Sinn. Die Barrikaden würde ich jetzt gerne hier wieder hinstellen. Nur diesmal mache ich das so, dass hier vorne nochmal... Ey, dass hier nochmal zacken hinkommen und dass dann hier die Barrikaden ein bisschen weiter hinkommen. Dann laufen sie hier nicht direkt viel zu, machen sie kaputt, sondern sterben möglicherweise vor den Zacken. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. So, okay, starten wir. Die Schonzeit ist vorüber. Bis jetzt ist zum Glück noch keiner durchgekommen und ich bin noch nirgendwo runtergefallen. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich hier nirgendwo runterfallen kann. Stirb. Ich sollte vielleicht jetzt irgendwie mal hier vorne bleiben. Weil wenn dann wieder diese Viecher kommen, kann ich sie schon mal rechtzeitig töten. Hier wird sowieso kaum jemand durchkommen. Soweit ich das jetzt sehe. Nix. Wir haben wieder einen Nahkampf hier. Okay, und andere Seite. So, ein bisschen Klaputtmetzeln hier so, zack, zack, zack. Putz. Da oben war doch gar nichts. Kleine Tiere. So. Jetzt sind es nochmal drei, nochmal zwei Runden. Oh Mann, ich glaube es nicht. Machen wir hier nochmal eine Reihe mit Zacken. Dann hat er dann auch. Wir bleiben standhaft. So. Und dann verteilen wir hier den Rest einmal so. Zack. Oh Mann, jetzt fehlt mir eins. Okay, los geht's. Los geht's. An die Arbeit. Ich brauche 300. Kann man jemals so viele Farben haben? Ich glaube nicht.
Stirb! Drecksviecher. Ich kümmere mich um die Viecher da oben wieder und ihr bleibt da unten, ihr Bogenschützen. Ihr zieht immer auf den Boden. Ja, jetzt hat er doof geguckt, als alle auf einmal zwei runtergefallen sind. Nix. Nix. Boah, hat nichts geholfen, ne? Nein, die haben zerstört, diese Fotzen. Oh, noch eine Runde. Oh, cool, die stehen wieder. Yay! Tja, was machen wir jetzt noch? Letzte Runde, ne? Würde ich aber mal sagen, gehen nochmal zwei Stacheldinger hin. Obwohl, eigentlich nicht. Und dann haben wir hier nochmal eine Reihe. Na, erstmal machen wir zwei, damit das gleichmäßig aufgeteilt ist. Zack, zack. Mache ich das hier auch so? Ja. Und dann mache ich hier eine Reihe und dann, wenn ich es habe, mache ich auf der nächsten Reihe auch nochmal. Letzte Welle! Nee, warte mal, gar nichts. Das ist gar nicht die letzte Welle. Komm nochmal zwei. Scheiße! Mich verarschen? Kann doch jetzt nicht sein, ey. Wie viele Wellen haben wir denn hier, ey? Runde geht jetzt bestimmt auch schon wieder 20 Minuten. Naja. Egal. Solange es Spaß macht. So. Wir werden bestimmt schneller durch, aber. Oh, es gibt ja Leute, die wollen hier das nicht mehr mit Let's Play. Das verstehe ich zwar nicht, aber okay. Hab ich gar nicht gesehen, hab ich gar nicht gesehen. Lass den in Ruhe. Bleib da hinten. Bleib weg. Verschwindet. Weg. Weg. What the fuck? So weit waren sie noch nie. Ja, ich weiß, dass sie hier sind. Mensch, lasst mich doch. So. Oh, scheiße. Alles drauf. Erstmal auf diese Viecher. So schnell kommt hier mir keiner durch. Da ist doch oben gar nichts, das verstehe ich immer nicht. So. Die Seite ist frei. Und jetzt hier nochmal. Das kann ein bisschen dauern, aber egal. Oh, das ist halt durch. Das ging jetzt easy. War's das schon? So. Och nö, jetzt wirklich noch eine letzte Welle, ey. Okay, dann machen wir hier nochmal. Zack. Das wird klasse. Zack, zack, zack. Und dann hier auch nochmal eine Reihe durch. Upp, bapp, bapp. Und weil es so schön ist, kommt hier auch nochmal einer hin. Und hier auch nochmal einer. Dann mache ich das genauso. Zack. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Okay, los geht's. Letzte Welle. Okay. Das ist kacke, dass das immer so lang nachladen muss, ey. Da ist diese Armbrust, die man sich später kaufen kann, glaube ich, besser. Für sowas geeignet. Komm schon, dann müssen sie ja noch mal langsamer gar nicht mehr. Oh. Nix, du spuckst hier nicht rum. So. Jetzt kommen da direkt wieder irgendwelche Viecher, ich glaube es nicht. Sie verarschen. So, erstmal alle drauf gehen hier. Nix. Oh, habe ich den nicht erlaubt. Müssen wir jetzt auf die andere Seite rübergehen. So, hopp. Macht sie alle kaputt. Macht sie kaputt. I, Bogenschützen. I, lass meine Bogenschützen. Oh, ihr Bogenschützen. 1, 2, 5. Mist, schon wieder verzählt. Die schießen wirklich auf die Barrikade. Ich glaube es nicht. Du Dreckstyp.
Du bist genauso dreckig. Ihr seid alle dreckig. Stirbt. Wenn jetzt irgendwann mal drauf gehen. Geil wäre, wenn es hier noch so eine Anzeige geben würde, wann man die Welle überstanden hat. Weil hier kommen ja immer mehrere. Dass dann halt irgendwie so steht, hier so ein Ding, was so ein Strahl, der sich immer wieder weiter verlängert. Bis es dann eben soweit ist, dass die dann fertig sind. So, versteht ihr? Also das ist jetzt blöd erklärt, also bis dann, wie bei Mario, bis dann, wo dann so angezeigt wird, ja, dann ist das Ziel. Das heißt, dann weiß man ungefähr, wie weit man noch gehen muss. Oh, fertig. Yay, jetzt haben wir den Verdrescher freigeschaltet. Nee, das Endlos-Level spielen wir jetzt nicht. Gucken wir mal ganz kurz im Zauberbuch, was man machen kann. Meine Ausrüstung. Das hier würde ich gerne mal irgendwie ein bisschen Pfeile setzen im Brand, bla bla. Stufe 3. So. Da machen wir jetzt nichts. Hier die Armbrust, die könnten wir uns jetzt mal kaufen. Und hier müssen wir mal gucken, dass wir hier demnächst mal aufrüsten, weil hier kann man sich nämlich so ein Schild holen, dann kann man da viel, viel besser rumschlagen und dabei nicht so getroffen werden. Okay, das war's dann von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und dann war's das auch wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder Rust oder was auch immer, ne? Also, ciao.